Time to get paid, blow. Time to get paid. Time to get paid, blow up like. I'm blowing up like you thought I would. I'm blowing up like you thought I would. And if you don't know, I'm blowing up like you thought I would. I'm blowing up like you thought I would. Promise it's all good. I'm blowing up like you thought I would. I'm blowing up like you thought I would. And if you don't know. Jo, hallo, seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Wie breche ich mir meine Knochen in unter 10 Minuten? Ich war wieder beim AMC Edling und habe versucht, diesmal den Hang-Off zu erlernen, also beziehungsweise das Knie an den Boden zu bekommen. Ich hatte bei Instagram noch eine Frage reingestellt, ob ich es denn schaffe, das Knie an den Boden zu kriegen oder nicht. Es ist sehr eindeutig ausgefallen. Wir hatten angenehme 32 Grad, das war natürlich eine Spitzenidee, gerade in der Linterkombi im eigenen Saft zu schwimmen. Ich habe mir da noch ein paar Tipps reingeholt und ein paar Tutorials reingezogen, wie man dann am besten das nur bewerkstelligt, wie man dann das Knie so weit wie möglich runterkriegt und am Boden schleift, mit dem Knieschleifer. Also als erstes natürlich erstmal Reifen schön warm fahren und dann erstmal mit dem Körper so weit wie möglich rübergehen. Also am besten so mittig auf der äußeren Kante vom Sitz sitzen und dann das Knie eindrehen. Hört sich eigentlich alles ziemlich einfach an, aber am Anfang ist es eine Überwindung, überhaupt erstmal Fahrposition, als wie man es vorher hat. Man ändert ja quasi erstmal komplett seinen Fahrstil. Ich habe mir ja schon bei Sebastian angeguckt, wie er das immer macht. Und da habe ich jetzt hier mal kurz gewartet, bis er kommt. Und dann später hängst du dich jetzt hinten ran und beäugst das mal direkt aus der zweiten Reihe und versuchst das mal so gut es geht nachzumachen. Ja, ich habe ja dann gemerkt, es geht immer weiter runter. Ich habe gedacht, es muss doch möglich sein, jetzt endlich mal das Knie aufzusetzen. Das kann doch nicht mehr viel Platz sein. Und wenn ich das jetzt hier schon aus dem Augenwinkel sehe, ist der Lenker ja auch schon ziemlich weit Richtung Boden. Da habe ich mir gedacht, okay, versuch doch einfach mal die Hand aufzulegen. Bin dann ein bisschen ins Trudeln gekommen, also nicht nachmachen, the floor is lava. Und es ging immer weiter, Stückchen für Stückchen, immer weiter Richtung Boden. Und ab und zu habe ich dann auch doch mal das Knie aufgesetzt, aber weil es mir gleich der Stiefel von der Raste gerutscht. Hier das gleiche noch einmal, zack, aufgesessen und gleich, da bin ich gleich wieder von der Raste abgerutscht. Das Problem ist halt, ich habe mich dann irgendwann so weit reingekniet, dass dann quasi gerade halt in den Linksbogen, dass dann das rechte Fuß nicht mehr richtig auf der Raste war und ich da den nötigen Halt hatte. Ja, und dann ging es halt immer besser und irgendwann habe ich dann doch den Trick rausgehabt und habe gemerkt, so, wenn ich mich jetzt genauso in diese Position bringe, jetzt bringe ich das Knie runter, jetzt kann ich schleifen und dann hat es auch funktioniert, dann wird es immer besser. Also, Runde für Runde konnte ich dann besser das Knie auf den Boden aufsetzen, habe gemerkt, ich kann auch schneller durch die Kurven fahren. Und dann kam dann eine Gruppe an, die schon sehr, sehr flink war. Und da habe ich gedacht, geil, heftest du dich mal an ihre Fersen und guck mal, ob du mithalten kannst. Ja, das hat sich dann, der Übermut hat sich schnell gerecht und dann hat es mich in einer Kurve dann doch außer Gefecht gesetzt. Ja, was soll ich dazu sagen? Shit happens, ne? Wo gehobelt wird, fallen Späne und ja gut, ich habe gedacht, scheiß drauf, mach gleich weiter. Hab da gemerkt, aber nee, hier stimmt irgendwas nicht. Musste da nochmal rausfahren und jetzt den
Schalthebel verbogen. Aber mit beherzten Zureden hat sich das Problem schnell wieder gelöst. Nachdem dieses Problem dann wieder gelöst war, ging es wieder auf die Bahn und dann wurde es wirklich immer besser. Ich habe gemerkt, halt wirklich, ich bin sicherer, ich kann besser durch die Kurven fahren, ich bin schneller und es macht halt jede Menge Laune. Wir sind an dem Tag eigentlich nur links rum gefahren, deswegen habe ich eigentlich auch bis jetzt nur mit dem linken Knie aufsetzen können. Das heißt, der rechte Knieschleifer ist noch unfreundlich. Oh, das kriegt man demnächst auch noch hin. Fünfmal weggerutscht, jedes Mal. Und damit ist diese Runde bedarf. Ich hab's zweimal gesehen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Lasst ein Däumchen da und vergesst nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und bis dann.